In unseren Nachbarländern wurde jetzt der Katastrophenfall ausgerufen, zum Beispiel in Österreich. Dort gab es dann doch enorme Niederschlagsmengen und da kommt dann jetzt bis zum Mittwoch noch einiges an Niederschlag obendrauf. Also hier in Österreich haben wir doch eine sehr, sehr gefährliche Lage, die uns dann erwarten wird. Aber auch sonst in Tschechien und Südpolen haben wir dann noch sehr, sehr hohe Niederschlagsmengen, die zu einem extremen Hochwasser geführt haben. Und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter zu diesem Wetter-Update. Wir müssen uns das jetzt einfach mal ein bisschen genauer noch in diesem Update anschauen. Und wir starten auch direkt rein und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Fotos, Bilder, Videos von dem ganzen Hochwasser zuschicken würdet. Die kann ich veröffentlichen, da kann ich so den Leuten weiter zeigen, was denn da die Gefahren sind und was man bei solchen Lagen beachten muss. Wir gehen jetzt aber wirklich rein und das sind die Niederschlagsmengen von gestern und da hatten wir dann vor allem hier in Südostbayern diese sehr, sehr hohen Niederschlagsmengen von teilweise nochmal an die 100 Liter pro Quadratmeter, die hier im Südosten von Bayerns gemessen wurden. Und das sind dann jetzt hier die Niederschlagsmengen. Im Markt Schlehenberg hatten wir dann doch für 96 Liter pro Quadratmeter nochmal, aber auch sonst zwischen 40 und 90 Liter pro Quadratmeter, die hier im Südosten von Bayern gemessen wurden. Gehen wir jetzt rein und schauen uns mal den Pegelstand der Rutt in Rustorf an. Und das ist im Bayerischen Wald und da sehen wir dann noch sehr, sehr gut, wie schnell dieser Pegel dann doch angestiegen ist. Auf über 3 Meter normale Pegelhöhe ist dann um die 50 Zentimeter. Also man sieht dann doch, wie schnell das gehen kann, wie steil die Pegel dann doch ansteigen können. Und auch in Österreich an der Thaya haben wir dann doch einen deutlichen Pegelanstieg. Das sehen wir hier, hier haben wir schon Hochwasserwarnstufe 3. Mit an die 4 Meter Pegelhöhe. Und jetzt werden die Niederschläge wohl erstmal nachlassen, bevor sie am Montag dann wieder zunehmen werden. Apropos Montag, wie gesagt, ich hatte es ja gerade erwähnt, da wird es wieder neue Niederschläge geben, die einmal von Polen über Tschechien bis nach Österreich fallen werden, teilweise auch mal etwas kräftigere Regen mit dabei, da kommt noch mal einiges an Niederschlag vom Himmel, aber auch abends weiterhin in Österreich und an den Alpen sehr, sehr hohe Niederschlagsmengen, die hier in diesem Regengebiet runterkommen werden, von teilweise nochmal 5 bis 10 Liter pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde. Also das wird dann nochmal ordentlich schütten können und das sind jetzt hier die Niederschlagsmengen für Österreich und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut hier diese wirklich sehr, sehr hohen Niederschlagsmengen von teilweise nochmal über 100 Liter pro Quadratmeter, die da berechnet werden. In Südösterreich eher nicht so viele Niederschläge, aber wie gesagt, hier in Nordösterreich und in der Mitte von Österreich und Teile von Tschechiens diese wirklich sehr, sehr hohen Niederschlagsmengen, aber auch Bayern wäre dann mit diesen wirklich sehr, sehr hohen Niederschlagsmengen noch betroffen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der Deutschlandkarte hier an und da sehen wir dann doch hier einmal im Südosten von Deutschland weiterhin diese wirklich sehr, sehr heftigen Niederschläge von teilweise an die 80, örtlich auch mal 90 Liter pro Quadratmeter, die da aktuell berechnet werden bis zum Mittwoch. Und auch das GFS-Modell mit ähnlichen Niederschlagsmengen in ähnlichen Bereichen, hier teilweise auch nochmal in Österreich mit bis zu 100 Liter pro Quadratmeter, die hier aktuell berechnet werden. Schauen wir uns jetzt mal die Hochwassergefahr für Deutschland an und man sieht es dann doch hier Richtung Oder und Neiße hätten wir dann eine Hochwasserwarnstufe 2 bis 3 mit einer möglichen Hochwasserwelle, die uns da erreichen könnte, aber auch in Bayern die Hochwassergefahr erhöht, vor allem mit der Hochwasserwarnstufe 3 an der Rott in Rustorf, wo ist dann die Hochwasserwarnstufe 3 da, ja. Eröffnet worden soll oder wie man es auch nennen mag. Schauen wir uns jetzt noch die Gefahren an, die uns da jetzt auch noch in den kommenden Stunden erwarten werden. In diesem lilanen Bereich hier weiterhin die Gefahr von einem extremen Hochwasser mit sehr, sehr großer Überflutungsgefahr. Außerdem könnte auch noch weiterhin der Katastrophenalarm ausgerufen werden. Er wurde ja schon in Österreich oder so gut wie in ganz Österreich durch diese wirklich sehr, sehr massiven Niederschläge ausgerufen. Zusätzlich werden die Flusspegel bei uns hier in Deutschland doch noch weiter ansteigen. Wir hätten dann doch massive Überflutung an den Flüssen und die Flüsse könnten dann doch an 50-jähriges bis teilweise auch 100-jähriges Hochwasser führen.
Schauen wir uns dann jetzt nochmal generell die Gefahren im Überblick an. Extreme Hochwasserwellen werden dann doch an den Flüssen in Deutschland und in den Nachbarländern dann weiter erwartet. In Österreich und Tschechien gibt es ja schon massive Hochwasserwellen und massive Überflutungen, aber auch in Südpolen gibt es dann doch schon massive Überflutungen. Außerdem muss man dann noch mit extremen Überschwemmungen rechnen. Die sind dann doch weiterhin sehr, sehr wahrscheinlich. Nur die Frage ist, wie lange werden sie anhalten? Außerdem könnte der Katastrophenalarm noch weiter aufrecht gehalten werden bis zum Dienstag. Also das ist dann noch eine sehr, sehr knackige und sehr, sehr gefährliche Lage. Außerdem kommt in den betroffenen Gebieten nochmal 100 bis 150 Liter pro Quadratmeter Regen runter. Vor allem jetzt am Montag gibt es nochmal einen ordentlichen Regennachschub, aber danach wird auch erstmal Ende sein. Was wir festhalten können, ja, eine sehr, sehr gefährliche Lage mit einem Katastrophenalarm ist auch aktuell in unseren Nachbarländern aktiv, aber auch in Südostbayern muss man dann noch mit diesen sehr, sehr gefährlichen Flussanstiegen oder Pegelanstiegen rechnen. Mehr dazu werden wir uns sicherlich heute Nachmittag nochmal im Update anschauen, da schauen wir nochmal auf die Pegel ein bisschen genauer drauf. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Werdet gerne auch Kanalmitglied, das wird mich unfassbar unterstützen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Nachmittag wieder. Also kommt gut durch die Hochwasserzeit. Bis dann. Ciao.